Es ist, als ob Gespenster der Vergangenheit die Republik plötzlich wieder heimsuchen. Die Meldung, dass bei zwei versuchten Raubüberfällen Spuren von RAF-Terroristen gefunden wurden. Mitglieder der sogenannten dritten Generation, nach denen seit Jahrzehnten vergeblich gefahndet wird. Bis heute weiß man wenig über diese dritte Generation der Roten Armee-Fraktion, die 1998 ihre Selbstauflösung erklärte. Auf ihr Konto sollen zahlreiche Morde und Anschläge gehen. Taten, die sich tief in das kollektive Gedächtnis der Republik gegraben haben. Zwei der Terroristen oder Ex-Terroristen, die nun Spuren hinterlassen haben, sind mittlerweile um die 60. Wo und wie leben sie? Was haben diese Überfälle zu bedeuten? Dazu gleich auch noch ein Gespräch mit einem früheren RAF-Ermittler. Zunächst aber der Bericht von Oliver Deuker. Die Szenen sind nachgestellt. So oder so ähnlich hat sich aber der Überfall auf einen Geldtransporter im vergangenen Juni im niedersächsischen Großmackenstedt abgespielt. Dreimal wird aus einer Kalaschnikow auf den gepanzerten Transporter geschossen. Doch die Sicherheitsmänner öffnen nicht die Türen. Die Täter fliehen ohne Beute. Der Originaltatort. Dingfest konnte die Polizei die Verbrecher bisher nicht machen. Dafür fanden die Ermittler aber DNA-Material in den sichergestellten Fluchtfahrzeugen. Das Ergebnis eine echte Überraschung. Durch intensive Analysen dieses Materials konnten dann Hinweise auf drei Personen gesammelt werden. Und diese Personen sind verdächtig, als ehemalige Mitglieder der RAF Straftaten begangen zu haben. Dabei handelt es sich um Burkhard Garweg, Daniela Klette und Ernst Volker Staub. Seit Jahren fehlte von ihnen jede Spur, noch immer stehen sie aber auf der Fahndungsliste des Bundeskriminalamtes. Als Mitglieder der verbotenen Rote Armee-Fraktion wird ihnen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie der Sprengstoffanschlag auf den Neubau der Justizvollzugsanstalt im hessischen Weiterstadt im Jahre 1993 vorgeworfen. Es liegen nach wie vor über der Geschichte der dritten Generation, die 10 Menschen ermordet hat, ein einziger Mord ist vollständig aufgeklärt, immer noch ganz, ganz dicke Nebel liegen. Fast 3 Jahrzehnte terrorisierte die RAF die Bundesrepublik mit Anschlägen und gezielten Morden. Viele Verbrechen sind bis heute nicht aufgeklärt. 1998 dann verkündet die Terrororganisation ihre Selbstauflösung. Ein Jahr später wird aber in Duisburg ein Geldtransporter nach RAF-Schema überfallen. Spuren werden sichergestellt, die auf Garweg, Klette und Staub hindeuten. Doch Terror zu verbreiten war da nicht mehr ihr Ziel. Es war offensichtlich, dass die Personen, die sich zurückgezogen hatten von der RAF, die aufgelöst worden war, ja etwas für ihre Altersvorsorge, für ihre weitere Existenz tun wollen. So, und 1 Million Mark ist irgendwann aufgebraucht. Deswegen war es nur aus meiner Sicht eine Frage der Zeit, bis halt auf eine andere Art und Weise Geld wieder beschafft wird. Neben Großmackenstedt und Duisburg wurde Ende vergangenen Jahres nach gleicher Art ein Geldtransporter in Wolfsburg überfallen. Hinweise auf terroristische Hintergründe schließen die Behörden aber in allen 3 Fällen aus. So könnten sie nach Zeugenaussagen aussehen, die in der Illegalität lebenden Ex-Terroristen. Ihre Beute von 1999 scheint aufgebraucht zu sein. Neues Geld muss also her.